Hi, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Hier mit Mr. Sakamoto 6. Und zwar die Finemix. Und wir haben beim letzten Mal das Intro abgeschlossen, welches leider ohne Sound war. Ich weiß, tut mir leid, bla bla. Haben hier mit den Kindern gespielt und haben die voll fett auf die Fresse gegeben. Und wir sollen die Sachen zu Kairi bringen. Was wir auch mal tun werden. Wir gehen hier einfach mal oben raus. Und ja, dann schauen wir mal, was Kairi so für uns noch so hat. Vielleicht müssen wir, keine Ahnung, noch eine Palme fällen oder. Wer weiß. Ich weiß es, aber. Scheu den Unterschied. Also ich bin einen halben Kopf größer. Danke, Sora. Ich habe heute auch etwas gefunden. Hier, das gehört dir. Eine High Potion. Müde? Ja, klar. Ja, ist schon spät. Wir machen es morgen zu Ende. Ladebildschirm. Zwischensequenz. So, Kairi's home is out there somewhere, right? Could be. We'll never know by staying here. But how far could a raft take us? Who knows? If we have to, we'll think of something else. So, suppose you get to another world. What would you do there? Well, I haven't really thought about it. It's just, I've always wondered why we're here, on this island. If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? And suppose there are other worlds. Then ours is just a little piece of something much greater. So, we could have just as easily ended up somewhere else, right? I don't know. Exactly. That's why we need to go out there and find out. Just sitting here won't change a thing. It's the same old stuff. So let's go. You've been thinking a lot lately, haven't you? Thanks to you. If you hadn't come here, I probably would have never thought of any of this. Kairi, thanks. You're welcome. Sora! You wanted one, didn't you? A Paopu fruit? If two people share one, their destinies become intertwined. They'll remain a part of each other's lives, no matter what. Come on, I know you want to try it. What are you talking? Aha. Da hat jemand sich aber viele Gedanken gemacht über die jetzt kommende Zwischensequenz. Welcome to King Winter! This is serious!
Hey there, Donald. Good morning. We've got a problem, Dookie. But don't tell anyone. Oh, Queen Minnie? Not even the queen. Daisy? No! It's top secret. Oh, good morning, ladies. What? Kann ich jetzt wieder? Es fällt mir ziemlich schwer, meine Luft anzuhalten während dieser Zwischensequenzen. Jo, jetzt sind wir hier wieder zurück auf der Insel. Und heute haben wir ein paar andere Aufgaben zu erledigen. Fragen wir doch einfach mal Kairi, was zu tun ist. Da oben sitzt Tidus und trainiert fleißig. Wo ist denn Kairi? Kairi ist hier hinten, glaube ich. In der Lagune. Ich fand die Musik schon immer sehr catchy. Hi Rico. Hey, so, unser Floß braucht noch einen Namen. Mal sehen, wie wär's mit Highwind? Wie würdest du es nennen? Es macht im Prinzip keinen großen Unterschied, aber im späteren Spielverlauf wird der Name, den man hier eingibt, noch mehr erscheinen. Und aus diesem Grund benenne ich es auch einfach mal um. Ich nenne es einfach mal in... Nennen wir es Bobbingen. Passt das? Ja. Unser Floß Bobbingen. Warum nicht? Ich? Naja, Bobbingen. Hey, wie wär's mit... Also wie immer, dann mal los. Was denn, schon wieder? Okay, ich bin der Schiedsrichter. Die üblichen Regeln, ihr könnt jeden Weg nehmen. Wir machen jetzt ein Rennen. Da ist übrigens eine Schatzkiste gewesen. Wer als Erster die Marke berührt und wieder hier ist, hat gewonnen. If I win, I'm Captain. And if you win, I get to share the Powpoo with Kairi. Huh? Deal? The winner gets to share a Powpoo with Kairi. Wait a minute. Okay, on my count. Okay. Dieses Rennen habe ich bisher übrigens nie geschafft. Weil Rico einfach ein unfairer Bastard ist. Genau wegen sowas. So. Wir benutzen immer schön die super tolle Abkürzung. Die ich natürlich fast voll verkacke. Oh. Gut. Ja, ich sag ja, ich schaff das nie. Es macht aber keinen Unterschied, ob man es schafft oder nicht. So, Rico ist mittlerweile bestimmt schon ganz hinten. Ah ne, da ist er noch. Und da rennt er uns davon. Bastard! Mist, er steht 0 zu 1. Also, wir taufen das Floß auf den Namen Highwind. Der guckt da ganz grimmig. Kamera? Ah, jetzt. Gut. Dann schauen wir doch mal zu Kairi. Die müsste hier auch irgendwo sein. Und da ist auf jeden Fall ein Pilz. Den sammeln wir schon mal ein. Und wir bräuchten mal eben diese Kiste hier. Kann ich die auch einfach ablegen? Ja. Und mit dieser Kiste kommen wir da hinten an das Item ran. Ich glaube, das war sogar ein Accessoire. Oder eine Potion. Eins von beiden. So. Machen sie mal auf.
Eine Brotdiskette. Na, wusste ich's doch. Legen wir gleich mal an, erhöht unsere Abwehrkraft um einen. Ist sehr effektiv, ich weiß. Aber egal. So, Kairi ist hier vorne beim Floß, was übrigens ziemlich gut aussieht. Und hier ist noch ein Pilz, der unsichtbar war. Okay, Kairi, was brauchen wir? Heute sammeln wir Proviant für unsere Reise. Also Sora, du suchst ein Papadu-Ei, drei Pilze, zwei Kokofrüchte, drei Fische. Und füll das hier mit Trinkwasser auf. Aber nicht aus dem Meer. Leere Flasche ein. Bring alles hierher. Wenn du Hilfe brauchst, frag einfach. So, wir brauchen diese Kokofrüchte hier. Wie viel waren es? Drei? Ich passe da nicht auf, ich prügel einfach immer, bis ich drei habe. So, dankeschön. Ah, da ist er. So. Dann Trinkwasser. Trinkwasser können wir an zwei verschiedenen Orten holen. Und zwar einmal hier. Da unten. Zack. Oder, zeige ich gleich auch, weil da müssen wir sowieso nochmal zurück, weil wir Fische brauchen und das Papadu-Ei. Lassen Sie mich mal kurz überlegen. Das Papadu-Ei war, glaube ich, hier oben. Ja. Ich kann nicht hoch genug springen. Gut, der Pilz ist da in der Höhle. Hier vorne. Huch. Hier wäre die andere Möglichkeit, um Trinkwasser zu holen. Und das Papadu-Ei ist genau hier drauf. So. Warum auch immer da ein Papadu-Ei ist. Was auch immer ein Papadu ist. So, dann brauchen wir noch ein paar Fische. Zwei, ein, keine Ahnung. Ich hole einfach mal wieder drei. Meeresfisch. Meeresfisch. Und noch ein Meeresfisch. Gut, dann holen wir mal den Pilz. Das hat schon einen Grund, warum ich den Pilz zuletzt hole. Wir gehen jetzt in den geheimen Ort. Und gehen hier diesen Weg entlang. So. Und hier steht eine Tür. Komisch. Ein Pilz erhalten. Who's there? I've come to see the door to this world. Huh? This world has been connected. Well, what are you talking about? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. Well, whoever you are, stop freaking me out like this. Huh? Well, where did you come from? You do not yet know what lies beyond the door. So you're from another world. There is so very much to learn. You understand so little. Oh yeah? Well, you'll see. I'm gonna get out and learn what's out there. A meaningless effort. One who knows nothing can understand. Und hier ist eine niedliche Zeichnung von den beiden. Hier sind auch noch ganz viele weitere Zeichnungen. Da ist zum Beispiel Sora, wie er unter Wasser ist.
hier haben wir Grabsteine? Ist das vielleicht ein finsterer Wald? Hier sind noch mehr Fische. Hier ist Donald. Da oben ist... Ich glaube, er soll Goofy darstellen. Das ist ein Schokobo. Das ist die Welt. Da begeht jemand die Welt. Kann ich nicht erkennen. Das ist Mickey Mouse Zeichen. Und da ist ein Held in strahlender Rüstung und einem Schwert. Ein Haus. Mehr komische Kritzeleien. Da auch. Da ist der König. Ein Grinsegesicht. Kryptische Zeichnung. Aha. Da liegt jemand und da ist ein Hund daneben. Das ist ein Haus. Das soll Schloss Disney sein, das weiß ich. Hier ist ein Grinseface. Soll das Kairi darstellen? Das ist ein ziemlich großer Geier. Okay. Einige dieser Zeichnungen sagen schon, was passieren wird. So ein bisschen. So ein ganz kleines bisschen. Aber ich werde nicht verraten, welche und zu welchem Zeitpunkt. Nur behaltet euch im Hinterkopf, welche da so ein bisschen waren. Das ist ein kleines, interessantes... Ja, Easter Egg? Kann man das Easter Egg nennen? Ich glaube nicht. So. Wollen wir schon zurückgeben? Ich weiß es nicht. Abgeben? Ich weiß es nicht. Ich meine, wir könnten noch ein bisschen trainieren. Jetzt sollten wir definitiv noch ein bisschen trainieren. Was ist? Oh, das war nur ein Scherz. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Naja, kein mehr drin. Bist du sauer oder so? War nur ein Scherz. Ah, ich wollte eigentlich nochmal gegen den kämpfen. Schade. Oh, ich weiß, wir könnten gegen alle drei gleichzeitig kämpfen. Ist ein bisschen ein suizidales Unternehmen, aber es ist möglich. Toyota. So. Ah. Sora Plox? Why you do this? Dazu müssen wir, glaube ich, mit Tidus reden. Hi, Tidus. Na, wie geht's? I think you've gotten stronger, but odds are you're still no match for Riku. We took him on 3-1 last time, and he whipped us all. Well, I guess Kairi can always count on him. Was? Das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Okay. Immer zuerst auf Wacker. Autsch. Aua. Ach komm. Komm, Selfie, geh weg. Wir dürfen übrigens nicht ins Wasser gehen, weil sonst endet der Kampf. Autsch. Ich habe das Gefühl, dass wir das nicht so ganz schaffen. Autsch. Verdammt.
Okay, einer gegen einen. So, jetzt kommt noch die Rache, dass du mich eben niedergeprügelt hast. Ach, du und dein verkackter Salto-Hieb. Was denkst du, was das hier ist? Final Fantasy? Naja, nicht ganz, aber... Komm schon nah ran. Aua. Jetzt, Dankeschön. Okay. Dann gehen wir speichern. Weil wir haben die 20 Minuten erreicht. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen. Falls ja, Kommentare und Kritik sind wie immer erwünscht. Und schaut mal in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar Links für Facebook, Twitter. Wenn ihr mich häufiger erreichen wollt, schaut bei Twitter vorbei, schreibt mich an. Da versuche ich in nächster Zeit ein bisschen aktiver zu werden. Aber ich kann nichts versprechen, wie immer. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann Kairi das Proviant abgeben. Bis dann, euer Soroslike 306.